Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Hallo. Jo, wir sind frisch aus dem Urlaub. Ja, wir waren nämlich kurzzeitig weg. Und haben komplett vergessen, Jasmin hat vergessen, was wir eigentlich machen wollten. Kurzzeitig, also ich weiß auf jeden Fall, dass wir Munition, Kohle. Wie leckt man Spiel? Nitrat leckt. Ja, also es hakt, es ruckelt. Kratzt. Bist du doof oder was? Und auf jeden Fall viel. Auf jeden Fall viel Loot sammeln. Ach so, ah, oh mein Gott, mein Knochen ist gebrochen, dass ich nicht springen kann. Jo, ist klar. Hast du sie? Ja, aber zu spät. Ah, nice. Ja, ich kann nicht laufen. Wofür brauchte ich denn den Grill hier eigentlich? Wieso ruckelt denn mein Spiel hier eigentlich? Hä? Wozu brauchte ich den denn? Den Grill? Ich glaube, du hattest doch großflächig gekocht, oder? Ja, hab ich ja, aber ich hab ja überall drinne. Ich glaube, ich muss gleich nochmal neu starten, wenn das nicht aufhört. Das ist ja widerlich. Ist ja gar nicht smoothisch. Irgendwo habe ich was gehört. Ja. Irgendwas hatte ich doch vor und da brauchte ich das Rost. Ah, hier ist er. Bauer Bob ist wieder da. Aber für was brauchte ich das? Oh, Kacke, ey, wofür brauchte ich das denn? Okay, die sind auf der Rückseite des Hauses. Okay, wie dumm, die sollen hier vorne hinkommen. Na, höchstwahrscheinlich, weil ich auf der Rückseite des Hauses bin. Ja. Ach, ich darf ja nicht laufen. Ja, genau, wir wollten die andere Basis, weil wir so professionell abgeschnitten haben, wollte ich die ja für den Blutpunkt fertig machen. War es das oder wollten wir questen? Questen im Wilden Westen, Jasmin? Ich habe einen Kanickel erschossen. Das war ich. Ich bin krass. Das war ich? Nein. Jasmin, doch, ich habe geschossen. Ach. Und danach hast du geschossen. Jasmin, bitte. Ja. Du. Ah! Aha, wer hat denn das Kanickel jetzt getroffen? Na, ich natürlich. Ich. Nein, hast du nicht. Jasmin, auf die Distanz, bitte. Wieso brauchte ich denn das Rost, ey? Sag mir doch mal, warum. Zum Braten. Oder habe ich... Nee, ich glaube, ich habe das einfach gelootet und habe das nicht weggepackt, glaube ich. Dann liegt im Bereich des Möglichen. Also ich habe, glaube ich, kein Loot dabei. Ich aber habe hier einiges bei. Ja, kann sein, dass ich... Ja, ich war doch zum Schluss looten. Pack's jetzt einfach da erstmal wieder rein. Genau, schmeiß einfach weg den Krempel, da braucht kein Mensch. Wo war denn jetzt hier Benzin? Benzin im Keller ganz rechts oben. Kannst du das runterbringen? Du musst es reparieren. Oh ja, genau. Hier ist wieder dieses sagenumwobene Hähnchen. Genau. Ah ja, da war ich stehen geblieben. Habe ich denn einen Nagelschuss? Na sicher. Hier, guck mal. Oh, Jasmin, das wird jetzt ja auch. Das wird ja auch. Trinken habe ich. Mann, habe ich hier die Welt umgedreht. Ach so, Zementmischer. Was macht der denn eigentlich? Zement mischen. Du bist richtig lustig heute. Ja, mein Bein ist gebrochen. Da habe ich Spaß. So, wir müssen mal schauen hier. Ich glaube, ich habe den Zementmischer nochmal angeschmissen. Warte mal, da. Da oben. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wo hier was ist, ey. Habe ich nicht. So lange nicht. War ich schon nicht hier. Ich habe noch ein bisschen Zement. So. Ich muss noch das Benzin einmal hier zur Seite. Ich glaube, okay, jetzt nicht springen. Das ist... Was ist mit da passiert? Oh, ich...
einfach immer viel zu viel Essen mit, glaube ich. Aber das brauche ich ja auch. Wofür? Essen? Ja. Für unterwegs, ich will gleich los. Wie spät ist das überhaupt? Wolltest du deinen Gesundheitsstatus aufbessern? Nee, ich brauche Kohle und so. Für Waffen, für Mensch hier, wie heißt das? Schießpulver. Wolltest du looten oder eine Mine? Hm. Sowohl als ob. Sowohl als auch, weil wir haben es jetzt 15:50. Scheiße, ich habe kein Reparaturkit mehr. Hast du noch eins? Nee. Hm. Absolut nicht. Warum nicht? Ich habe noch eins, aber ich will dir das nicht geben, weil ich habe nur eins. Ja, nee, dann behalt das mal. Wo stelle ich das her? Werkbank, glaube ich, ne, oder? Kannst du eine Tasche mit geschmiedeten Eisen und Klebeband? Ja, da geht's doch schon los. Zwei, wow. Warte mal. Können wir nicht ein Klebeband herstellen? Ich bin zu klein, Jasmin, ich komme da nicht ran. Leberstoffwitzen. Oh, ich will mir jetzt kein Gerüst bauen. Kleber? Stoffwitzen. Ob ich da Schaden kriege? Oh. Leberband. Alter Schwede, Jasmin, das hättest du sehen müssen, du. Ich bin hier gesprungen wie so ein junger Eber. Ja, du bist doch einer. Was war das? Oh. Wenn wir das hier erstmal aufwerten. Ich habe keinen Beton mehr. Oh, mittendrin. Mittendrin statt nur dabei. Wenn ich erstmal nur die mittlere Linie ziehe, kann ich ja von der Seite noch aufwerten, ne? In der Theorie, wenn ich mir das nicht verbaue, weil ich doof bin. So, Jasmin, ich glänze wieder mit meiner allwissenden Weisheit. So. Wie breit wollen wir denn... Oh, Gottes Willen, das wird ja verdammt weit nach hinten rausgehen. Oh mein Gott, das wird ja so weit... Das geht so weit nach hinten raus. Jasmin, ich glaube, ich muss hier noch buddeln. Ach, ich meine, natürlich, jeder Zuschauer wird jetzt denken so... Ja, endlich! Wir haben schon gedacht, da kommt gar nichts mehr. Aber ich bin da jetzt nicht so angefixt von, muss ich zugeben. So, warte mal. Bitte reparieren. Zack. Bitte reparieren. Da denn noch zwei höher und... Dann könnte man, wenn wir den nur vier lang machen, wollen wir so schmal bleiben? Weil wir haben ja später, kriegen wir ja noch die Elektrosoundpfosten, ne? Tut mir leid, dass sich meine Ansprache hier anwidert, Jasmin. Oh nee, dich meine ich. Hm? Alles gut. Hast du was gesehen? Für die Elektrosoundpfosten, wenn wir da so zwei rüberziehen, dann müssen wir hier auch noch weiter rauskommen, ne? Hey, Baby. Ja, was denn? Nix. Hm. Nix, nix. Hm. Ich komm da echt nicht ran. Gott. Ja, Nee, mit Elektrosoundpfosten wäre es natürlich gut, wenn wir hier weit... Oder wir ziehen die einfach da drüber. Das war sagen, ein hier vorne. Dann brauchen wir hier nicht so weit rausziehen. Und den Rest über den Gehweg. So, ich gehe jetzt los. 16:30 ist es. Oh. Soll ich mitkommen? Ja, von mir aus. Ich denke auch, ne? Du bist ja ohne mich bist du ja ein bisschen aufgeschmissen. Wo wollen wir denn überhaupt hier? Aber nicht zu weit, oder? Ganz weit weg. Ist nicht hier vorne schon wieder alles neu? Ich habe hier noch gar keine Kisten drin. Hm. Da müsste ich auch mal demnächst beigehen. Packen das so her. Kommen wir am Händler dran vorbei? Frage. Keine Ahnung. Gute Antwort. Achso, ich muss die Vorräte zurückbringen.
weiß, habe ich meine Quest gemacht gehabt? Ich habe keine Ahnung mehr. Scheint so. Schon ein bisschen her, dass wir gezockt haben das letzte Mal. Ja. Geht das soweit in Ordnung? Warte, ich komme gleich. Ich muss hier nur noch mein Leder wegpacken. Oh, altes Leder, du. Obwohl, das sollte reichen. Zutat. Haben wir Nebel, sag mal? Oder krieg ich Braun Star? Haben wir. Oh, okay. Braun Star haben wir. Nebel. Nebelkrähe. Nebelkrähe. Kann ich eigentlich zum Essen hier lassen? Das könnten wir. Wisst ihr was? Und. So. Okay, ich bin startklar. Die wartet auch kein Meter, ne? Die wartet kein Meter. Jetzt muss ich hier mit gebrochenen Knochen hinterher humpeln. Ah, Humpelstielchen. Humpelstielchen? Ja, weil ich humpel. Ja, ich wollte ja nur mal gucken, ob hier schon irgendwas nachgekommen ist, aber ich glaube nicht. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Ich setze mich aufs Fahrrad und krieg Hunger. So. Jetzt aber. Are you ready to rumble? Ich habe gerade gedacht, ich kann mit Leertaste springen. War das so und... Oh, Munition. Sehr gut. Ich bin hier gerade. Ah, da war es. Ja, genau. Jasmin? Ja. An diesem hochgestellten Haus läuft irgend so ein richtig gruseliges, widerliches Individuum rum. Das bin ich. Individuum rum. Ah, du bist das. Ja, hier... Ach, du bist das... Hier ist noch nicht so wirklich nachge... Also, hier ist... Also lohnt sich noch nicht. Doch. Was wollt ihr eigentlich damit sagen? Ich habe irgendwie ein bisschen Sprachschwierigkeiten. Sprachbarrieren? Ja, seit dem Urlaub bin ich irgendwie sprachbehindert. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ich auch nicht, mein Junge. Ich bin absolut ratlos, was da für der ausschlaggebende Grund gewesen sein könnte. Ich weiß es auch nicht so genau. Ich bin hier irgendwie fest. Ja, hier auch. Wieso schießt denn du? Da war eine Katze. Ich hasse Katzen. Deswegen haben wir auch zwei. Oh, Tür ist immer noch zu. Ja, hier drin ist gar nichts wirklich. Also. Nee? Draußen war. Unberührte Toilette mit dreckigem Wasser drin. Nee, so im Großen. Wohl letztes Mal nicht richtig eingesammelt. Ja, vielleicht war ich ja voll. Ich trinke ja hin und wieder mal hier Großvaters Heil-Elixier. Warum schießt du eigentlich ständig? Ich kann, Jasmin. Weil ich kann. Ich bin krasser Rambo. Ja, als Sylvester Stallone damals das Drehbuch. Guck mal! Hab ich mich erschrocken. Tut mir so leid. Jetzt geht's schon wieder los, ey. Ich habe vielleicht minimal, aber nur minimal, Millimeter die Maus verrissen. Die Pass gegen die Wand geschmissen. Der stand auf einmal hinter mir. So doof. Tapfer meinst du, Jasmin? Tapfer. Tapfer ist das Wort für unerschrockene Krieger. Gleich zwei. Oh nein, Augen. Ja, hast du keine? Das war aber knapp. Nee. Sehe ich die Arbeit. So. Nein. Ich war ja mal in so einem buddhistischen Kloster in Shanghai und da habe ich gelernt, wie man quasi die Augen vor der Arbeit verschließt. Dank meiner geistigen Fähigkeiten kann die Arbeit noch so groß sein, ich sehe es nicht. Bei der Gelegenheit, die Waschmaschine ist fertig. Ja? Nö, keine Ahnung.
Also ein hoffnungsvolles Ja hat irgendwie mich jetzt dastehen lassen, als wenn ich völlig faule Sau bin. Ja, ja. So hat jeder sein Hobby, ne, Jasmin? Ja, genau. Bist du noch hier? Na, natürlich nicht. Oh, immer muss ich der Frauen hinterherlaufen. Zumindest hat diese hier kein Pfefferspray. Weißt du nicht. Entschuldigen Sie, Ma'am, ich hätte da mal eine Frage. Ah! Wie im Restaurant. Entschuldigung, bitte. Na! Mensch. Nee, nee. Mensch, so. Oder boah, ey, irgendwie so. Voll ausgerastet. Beruhige sich doch mal. Bleiben Sie mal entspannt. Oh, das war so gut. Oh, Highlight, ey. Das war Highlight. Ja, also wirklich lügen gehst ja nicht, ne? Du gehst ja doch eine Forest. Du alte Waldfee, du. Ich hab noch nix. Ja, aber gut, wir können ja auch ein bisschen Baumaterial sammeln, weil wir werden es so oder so gebrauchen, ne? Und um groß looten zu gehen, ist mir das eigentlich auch, ehrlich gesagt, zu spät. Sonst hätten wir noch mal in die andere City fahren können. Oder die Quest wegbringen, die wir schon ewig vor uns herschieben. Ewig. Bei der Gelegenheit könnten wir auch die Kiste ausleeren, was wir schon ewig vor uns herschieben. Welche Kiste denn? Die Händlerkiste zum Verkaufen. Hier ist Eisen. Brauchen wir Eisen? Eigentlich brauchen wir Kohle. Guck doch mal auf unsere. Du läufst direkt drauf zu. Was? Achso. Hast du das etwa auf unserer Karte gesehen? Nö, ich laufe einfach und dann sehe ich das ja. Okay. Hast du geschossen? Oh, danke schön. Hast du doch. So. Wo ist denn die Jasmin? Oder wie ich das dezent im Laden mache, wenn ich dich suche. Jasmin? Ja, eigentlich, ey. Ach, Quatsch. Die Leute um dich herum, die fanden es lustig. Nicht alle. Hast du nicht gesehen, die Kassiererin, was sie für ein Gesicht gezogen haben? Ja, gut. Gott, ey, die haben auch alle einen Stock im Hintern. Aber da muss man ja auch sagen, was die Kassiererin angeht, du hast da ja dich nicht gerade vorbildlich benommen, ne? Vor allen Dingen ich habe nicht mal was gesagt. Du hast dich hinterm Regal versteckt. Ja, bewusst. Das war schon ziemlich peinlich für mich. Da musste ich direkt lauter rufen, um dich zu finden. Also euch ist nichts peinlich. Zumindest tat ich der Frau leid, die hinter uns stand. Die hat auch nicht richtig zugehört. Die armen Männer. Nee, die Männer können ja schon leid tun. Ja. What? Ihr quatscht den ganzen Tag nur Blödsinn. Nein. Das waren fachkundige Gespräche, du. Ach. So, ich nehm noch mal ein bisschen Stein mit, ne? Ja, nimm mal ein bisschen Stein mit. Musst du eigentlich noch was aufwerten bei dir an der Basis? Oder hast du da irgendwie bautechnisch noch was geplant? Ja, alles mit Zement. Beton, wie auch immer da. Katamaran. Wenn wir uns eine Basis auf dem See bauen würden, ne? Rein theoretisch. Nee. Nee, das funktioniert nicht. Ja, das Holz schwimmt ja nicht. Ich habe erst gedacht, Holz schwimmt. Weil ich dann dachte, dann können sie dir ja den Boden nicht wegreißen. Boah, Holz schwimmt ja gar nicht. Das geht ja unter. Habe ich dir eigentlich erzählt von der Leiter, die ich gefunden habe? Außen im Watt, da war eine vergammelte Aluleiter. Die war komplett voll mit Korallen. Stimmt, irgendein Schiff verloren. Ja, denke ich auch. Das war so ungefähr, 2,5 Kilometer vom Strand oder so. Also eine Stunde Fußmarsch. Fast.
Passt. Darf man ja nicht finden. Es ist hier nur noch Eisen. So, sieht's aus. Das ist aber frech, ne? Ich bin ja von Kohle ausgegangen. Ist halt nicht richtig geguckt. Nee, hier war ja Kohle. Hier ist auch noch Kohle. Stein nehmen wir auch noch mit. Wir brauchen ja noch Brechsand, Zement, Stein. Wir machen Beton. Oh, aber ich werde das schon sehen. Ich werde bestimmt noch das Doppelte in die Länge buddeln müssen. Ich habe so gehofft, dass das passt. Ich musste erstmal gucken, was ich hier eigentlich abbaue. Eier. Eier? Ja, Eier. Ich baue Eier ab. Das sind dicke, haarige Straußeneier. Was ist das? Aus landwirtschaftlicher Haltung. Also Freiwild, ne? So. Ein Stein? So wird ein Schuh draus. Ich mache aber nur bis 3000 Kohle. Dann muss ich mal anfangen, wieder Beton und Zement zu machen. Zement. Naja, das bisschen nehmen wir noch mit hier, ne? Nicht mal 1000 Steine, das ist der Kacke. Wenn es schon mal da ist. 215, wo bist du denn? Bist du immer noch im Wald? Ja, brauch Stein für Bruchsand. Ach da. Du hast aber auch keine Hütten in der Nähe. Nee. Du bist genau zentral von allen Gebäuden. Huch, ich hab daneben gehauen. Weißt du, das ist mir so. Manchmal denke ich mir das Bier von gestern nur nach, ne? Ja, weißt du noch, als ich richtig einen drin hatte? Nee. Ja, gestern. Als ich mein Abschlussalster getrunken habe. Dann hast du keins getrunken. Klar. Mhm. Doch. Nein. Vorgestern. Da habe ich mir richtig einen reingeknöbert mit Alster. Alkoholfrei. Oh ja. Das eskaliert, ey. Aber das war tatsächlich voll lecker. So, ich bin wieder auf freiem Fuße. Freiem Fuß, was heißt? Boah, ich hab ein paar Jahre gesessen, Jasmin. Ich bin jetzt wieder draußen. Ja, sicher, was denkst du denn? Harter Typ hier. Ich hab ja mit einem Schlagknüppel ein paar Schädel eingeschlagen, du. Ich lauf verbotenerweise mit einer Waffe rum. Mhm. Was für eine Schaufel hast du, Jasmin? Stufe 6. Okay, Eisen. Warte. Steinschaufel. Möchtest du eine Eisenschaufel? Ja, bring mal mit. Stufe 6? Ja, bring mal mit. Freust du dich denn auch? Hab ich dir da eine tolle Überraschung beschert? Ja, gucci, ja.
So. Oh nein. Pio-Rette. Die hat mir aber richtig eine gesemmelt. Okay, nochmal. Sah beim ersten Mal richtig lustig aus. Er kommt so richtig motiviert angelaufen. Und dann sowas. So, habe ich noch trinken? Ja, sicher. Ich habe auch permanent Durst. Oh. Jetzt macht er sich die Mühe, krabbelt hier um den halben LKW rum und ich gehe andersrum lang. Du bist ja gemein. Ja. Tut mir leid, Freund. Gib mir deine Hand. Oh, Entschuldigung. Gib mir deine Hand. Baumel. So, ich hätte ja auch noch Polizei, oder so, wenn du Bock hast, die zu knacken. Nee. Warum denn nicht? Kommen die alle angewackelt da? Es sind nur zwei Autos, Jasmin. Nur? Und wie viele Zombies kommen dann? Ich weiß nicht. Jeder haut eins kaputt und wir gucken, was passiert. Ich hau dich gleich kaputt. Gucken wir, was passiert. Eins konnte ich knacken, weil ich noch einen Dietrich hatte. Das andere... Oh, ich habe noch einen Dietrich. Ach, der ist ja nicht kaputt gegangen, ne? Okay, ich habe beide Autos aufgemacht. Und, was war drin? Ein Stufe 3 Jagdgewehr, Maschinengewehrteile, Schrotflintenpatronen, Magnumpatronen, 7,62er Munition, ein Schlagring Stufe 5, Lehmsimod. Ja. Ja. Das war drin. Genau. Eine pralle Ausbeute in einer finsteren Gegend. Doch ein Mann scheut keine Mühen, jeden Wagen zu durchsuchen. Sein Name ist Jennifer. Ist auf dem Dach. Zwei. Ei, ei. Okay. Ich hab's unter Kontrolle. So, das war's denn auch schon wieder gewesen mit der heutigen Zombie-Apokalypse. Oh, ich habe einen Reifen gefunden, Jasmin. Können wir bald schon ein Auto bauen, oder? Ah, nee, wir müssen ja noch Fahrwerk und so. Warte mal, hatte ich das schon gelevelt? Er kommt hier einfach rein, ey. Quatscht los. Und fragt, ob er irgendwann mal wieder zum Friseur kann. Ach so, okay. Ich musste kurz überlegen, was du jetzt eigentlich von mir willst. Ey, und ich mach so am Mund so. Pst. Nö, er labert einfach los. Ja. Kommt hier reingestürzt. Aber wie, ey? Ja. Krieg ich erschrocken. Was? Das sollten wir mal absichern. Obwohl, das geht noch. Oh, hallo Jasmin. Na? Na? Wie ist es? Ja, geil. Was denn? Kommen sie von oben. Aha, während des Fluges. Oh, ich hab's nicht gesehen, weil ich ein Stück Abstand gewinnen wollte. Social Distance nennt sich das. Wo ist hier noch einer? Du siehst aus wie Magnum mit der Knarre. Ich bin Magnum. Thomas Magnum. Hast du auch so viele Haare auf der Brust und immer ein offenes Hawaii-Shirt an?
Na sicher. Und ein Schnurrbart. Und, ja. Ein Mustache. Was? Kannst du auch mal ein ganzes Sätze reden und nicht so. Ich habe nur kurz geguckt, wo es tut mir so leid. Ich habe nur ein bisschen. Nichts kommt raus. Ich habe noch ein bisschen Jetlag. Ich habe nur mal geguckt, wo ich eigentlich wohne. Ja, hartes siehst du doch, Pflaster. Wo das Bett steht. Hartes Pflaster. Eieiei, das war ein Stunt, Jasmin, das hättest du sehen müssen. Nö. Oh, du hättest mir aber Plakate gemalt. Glaubst du aber selber nicht. Oh doch. Plakate mit, wie das aussah. Mhm. So mit richtig geilen Stunts von mir. So, ich muss jetzt mal einmal kurz überdenken, was ich jetzt machen möchte. Das geht nicht, ja? Ich glaube, wenn ich den jetzt angreife, dann kommen noch mehr. Oder? Das geht immer. Ich kann ja einmal die Taschen leer machen. Mit dem, was ich nicht mehr brauche. Das und das. Jenes und welches. Das haben wir alles weg. Und das alles für Kaffeebohnen oder was? Kaffeebohnen? Geil! Da brezel mir doch mal einen Kaffee. Den? Toll. Das? Oh, cool. Oh, ich muss erstmal gucken, wo pack ich, oder was pack ich denn jetzt genau weg? Ich packe meinen Koffer. Ich packe meinen Koffer und nehme mit einen Koffer. Und noch einen Koffer, der sein Koffer ist. Soll ich noch mal ein bisschen Eisen einschmelzen eigentlich? Wir haben schon wieder ein ganzes Stack voll. Bist du das oder ein Zombie? Da kommt irgendwo einer. Okay. Also jetzt gerade bin ich's, aber... Nee, das ist ja meine, ne? Ein Zombie ist da auch. Ein Zombie ist da auch. Oh je, verpulvert das Holz wieder für gar nichts. Nix drin im Ofen. Bei dir? Nee, hier unten im Keller. Ja, bei dir. 400 Holz, die brennen, aber nichts drinne. Ja, bei dir. Na, aber was hast du da nur gemacht, Jasmin? Bei mir. Wo haben wir denn die Federn jetzt? Ah, schon gut. Magnum. Neuner. Behalte ich. Blaubeeren. Ist das eine Wasser abkochen oder soll ich das erste? Ach, ich koche das gleich ab. Da ist so. Oh nein. Ich habe das Holz rausgepackt. Egal, da bin ich gleich bei. Ich bin gerade richtig verwirrt. Nix Neues. Ich weiß absolut nicht, wie ich das hier einsortieren soll. Mehr Sand habe ich nicht. Mehr Sand. Jasmin, weißt du, was ich gesammelt habe? Mehr Sand. Mit einer salzigen Brise. Wie hat denn der das nicht einsortiert und das hier? Ach, die schleppe ich ja auch schon gar nicht mehr rum. So, dann haben wir... Okay. Mehr Salz.
Habe ich das vielleicht damit reingepackt? Obwohl, den brauche ich. Ah, ich behalte den. Sonst nimmt den Jasmin. Was? Was? So, ich gehe einmal runter zu dem richtig coolen Nachbarn, der voll die geile Bude hat, ne? Nicht so eine Bruchbude da. Hält keine Apokalypse stand da. Hier nee, genau. Kaputt. Oh, wie viel Zement mir meine Schmiede gemacht hat, nachdem ich Zement ausgewählt habe. Hier Kokels und nix ist drinne. Oh nein. Oh. Das ist ja... ärgerlich. Kann auch nur wieder von mir kommen, ne? Da. Aber haben wir hier... Nehmen Sie Mod. Aber Beton ist schon mal geil. La 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 hopp. Ich hab schon wieder Durst, Jasmin. Okay, dann wollen wir mal gucken, wie weit diese Treppe eigentlich gehen würde. Weil wir gehen ja da noch hoch. Wir haben jetzt gesagt, wieder einer hier. Ne? Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. Oh, was will die denn schon wieder? Hier schon wieder tiefer. Wo ist sie denn? Ja, okay. Wo ist sie? Bei dir? Ja. Okay, ich glaube, sie hat schon geschrien, oder? Ja. Sind die jetzt alle bei dir? Nicht mehr lange, Jasmin. Fertig? Fertig? Nein. Aber ich mach die alle platt. Na, dann mach mal. Ich gehe wieder. Sollen sie doch kommen, die Gabel heute. Wo seid ihr, Freunde? Ah, das ist nix. Das ist nur, ja. Da ist nix dabei, Jasmin. Alles gut. Das war schon. So, vier. Wir haben gesagt, wir machen das vier breit. Das heißt, wir kommen jetzt hier einen... tiefer... Das tat weh. Ich muss mal kurz weg. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Hier werden wir ein tiefer. Das heißt, wenn wir die Treppe ansetzen, müssen wir da noch einen hoch und sind hier mit dem nächsten auf Höhe. Oder? So, nur mal zum Schauen. Hier kämen wir runter. Dann müssen wir immer ein runtergehen, ne? So. Ach du heiliger Klabautermann. Boah, du ahnst es nicht. Andererseits, hier geht... Hier muss ja rein theoretisch noch ein Ausgang hin. Das heißt... den vielleicht noch und hier ein tiefer ausheben, den Boden hinmachen und da runter gehen. Das wäre, wenn wir hier, da kommt die Treppe drauf, hier kommt eine Treppe drauf, dann sind wir noch ein
tiefer, ne? Ah, oh, der hat schlecht geträumt, die liegt jetzt hier. So, warte mal, dann schmeißen wir hier nochmal einen rein. Das wird nur nicht trocken werden. Wir haben 40 Minuten. Würde denn vielleicht sagen, dass wir... Oh Gott. Ja. Ja. Wir aber vorher noch einmal nur was gucken. Alter, scheiße. Wir kennen das zwar, aber ich will nur was gucken. Treppe, jetzt hab ich... Treppe, 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 ach, hier. Kacke. Das heißt, hier würden wir rein theoretisch da hingehen, ne? Dann ist hier der... Oh. Wie weit komme ich denn raus? Treppe, Treppe... Treppe wäre denn hier runter. Muss auch repariert werden. So. Und hier runter. Das heißt, hier würde das Plateau anfangen. Also der kleine Aufstieg da. Also hier wegnehmen. Vielleicht sogar zwei breit, um auch nochmal sicher zu gehen. Aber dann ist die Frage, ob die da überhaupt noch reinlaufen, ne? Ob die da nicht noch reinlaufen. So, warte mal. Habe ich das richtig gemacht? Gar nichts mehr jetzt hier. Ach, jetzt komme ich hier wieder nicht hoch. Jetzt muss ich einmal um die Treppe rum. Oh. Passt das oder passt das nicht? Muss noch weiter raus, ne? Warte mal. Hier kommt die Treppe hin. Bestimmten Denkfehler drin. Was sagst du? Warum kann man eigentlich die Stühle mitnehmen und einen Tisch nicht? Der ist alleine, den musst du zu zweit tragen. Ja, ja. Das geht nicht alleine. Glaubst du mir nicht? Warum das denn? Wirst du jetzt noch weiser auf deine alten Tage? Dass du meine professionellen Spielereien durchschaust? Was ist das für ein Geräusch? Ach, das war doch nicht mein Magen. Was ist denn das? Bist du in eine Stachelfalle gelaufen? Mm-mm. Wie dem auch sei. Bin ich nicht. Siehst du, ich habe nämlich tatsächlich... würden wir da, ne? Anfangen. Oder gehen wir da noch einen hoch? Oh nee, wenn ich da noch einen hoch gehe, muss ich ja noch weit ausschauen. Oh, ich werde wieder runtergefallen. Das wird schon reichen. So. So, dann ist da nämlich Treppe und... Oh Gott, hier ist erst das Ende. Wenn ich mich jetzt nicht vertue, müsste das so hinkommen. Wenn das Wörtchen wendig wäre. Wäre ich längst ein Millionär.
Da komme ich nicht weiter hinter. Hier komme ich nicht weiter runter. Also, ja, habe ich aber Kacke gebaut hier. Stein. Wolltest du nicht ausmachen? Ja. Ja, was? Ja, geht sofort los. Nur einmal ganz kurz. Jetzt. Ja, ich halte nur ganz kurz. Jetzt. So, dann behalte ich so ein bisschen Überblick. Das ist der Boden. Ich pack mal noch einen daneben, damit ich weiß, dass das der Boden ist. So. Wenn da die Treppe kommt, dann geht der Boden bis... da. So, ne? Ja, das müsste doch soweit passen. Dann mache ich hier nochmal eben zu. So. Da kommt keiner mehr durch, Jasmin. Mhm. Kleiner Moment, mein Killerinstinkt. Was war das denn? Was denn? Ja, was? Also. Ich hab nichts gehört. Ich weiß nicht, was du meinst. Naja. Also hier ist nichts. So, wir sind schon wieder bei 46 Minuten. Es tut mir leid, aber wir müssen euch heute leider verlassen. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Lasst gern ein Like da. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.